ist ja crazy. Ich bin völlig überfordert. Moin Betrixer und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute eine neue Folge. Matti reagiert. Wir reagieren auf Florian Seinwett. Ich glaube, der wird irgendwie Florian Seinwett ausgesprochen oder so. Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. FISM-Weltmeister in der Sparte Manipulation. Ihr kennt den Kollegen, wir haben schon auf ihn reagiert. In dem Video in der Infokarte da oben, die jetzt eingeblendet kommt. Bei AGT hat er eine völlig verrückte CD-Manipulation gemacht. Absolut geisteskrank. Treuer Freund und Lebenspartner von Lea Keil, auf die wir letztens im Quick-Change-Video reagiert haben. Und heute möchte ich reagieren auf einen Act, der scheinbar völlig innovativ ist. Sowas hat scheinbar noch keiner vor ihm gemacht. Mehr weiß ich darüber nicht. Kleines No Shave November Update. Ist einfach ekelhaft. Ich bin jetzt seit 9 Tagen vegetarisch. Mir geht es richtig, richtig gut damit. Und heute Abend um 19 Uhr wird auf Twitch live gestreamt. Checkt doch gerne den Link in der Beschreibung aus. Lasst schon mal ein Follow da. Wird wieder richtig lustig. Und jetzt genug geschnackt. Lasst uns zusammen reagieren auf Florian Seinwett. Ich kann kein Französisch. Der Robot Dream Act. Okay, also das Setting sieht schon mal richtig krass aus. Guckt euch diese Kulisse alleine an. Okay, das ist ja mal überheftig. Das Coole ist, er ist jetzt hier also ein Roboter, der jetzt voll geladen ist. Das Ding ist, als Roboter ist es auch völlig gerechtfertigt, die Finger etwas verkrampft zu halten und nicht zu versuchen, so mega natürlich menschlich zu wirken. What? Wie genial ist das denn? Wie smart? Das ist ja crazy. Ich bin völlig überfordert. Ich bin am Sabbern. Was ist das denn? Oh mein Gott. Der Vanish war richtig nice. Ich würde ihn gerne nochmal sehen mit euch. Der war richtig gut gemacht. Achtung. Nice. Sehr cool. Ey, das ist wirklich kreativ gemacht. Sorry, dass ich jetzt an so einer Stelle unterbreche, aber das ist so kreativ gemacht, dass er komplett zaubert mit seinem Outfit, dass er nicht einfach random sich ein Kartenspiel nimmt und damit was macht, sondern das muss ja Sinn ergeben für seine Rolle. Warum sollte ein Roboter random sich ein Kartenspiel nehmen und damit anfangen zu manipulieren? Nee, stattdessen nimmt er von seinem Outfit einzelne Elemente ab. Erst die Brille, bam, lässt das verschwinden. Jetzt macht er hiermit gleich was. Das finde ich richtig, richtig, richtig gut. Und Leute, das ganze Bühnenbild, sein Kostüm, die Kulisse, das Bühnenbild, also das, was mit ihm auf der Bühne zusammen draufsteht. Ey, das im Zusammenspiel mit der Musik und seiner Choreo, es ist unglaublich. Das ist wirklich, wirklich eine 11 von 10, Freunde. Okay. Hä? Warum bin ich jetzt gefoolt? Das hat mich gerade brutal weggefoolt. Ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Warte mal. Nochmal was? Hä? Hier.
wie das zu Staub zerfällt mit dem Konfetti und dann diese Lichtschranke, die den Arm entlang wandert von links nach rechts. Das ist ja mal mega die nice Idee. Wirklich, da greift er das ab? Okay, das ist ja ultra smart, dass er das vom Outfit abgreift. Wie nice. Wie cool. Ist ja sau nice. Okay, da hat man leider schon mal eine Flap gesehen. Auf der Bühne sieht man das natürlich nicht. Hä? Okay, nice. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll dazu, ne? Ich habe Gänsehaut. Wirklich, ich habe Gänsehaut. Ich habe lange nicht mehr so eine schöne Nummer gesehen, die wirklich fürs Auge einfach nur wunderschön ist. Das ist ein Augenschmaus gerade. Ich liebe dieses ganze Galaxy-Theme. Ihr kennt das aus meinen Livestreams. Ich bin auch gerne mal einfach in dem Modus hier unterwegs. Ja, das habe ich auch oft in meinen Streams schon mit drin gehabt. Ich liebe das einfach. Und guck mal, ich passe ja eigentlich ganz gut hier zu seinem Setting, ne? Und ich liebe Manipulation, ich liebe Science Fiction und das ist einfach so eine perfekte Kombination aus allem. Ich könnte heulen, ey. Und wie schön das, Leute, diese Soundeffekte, wenn die mit auf der Bühne auftauchen, dann ist es wirklich perfekt choreografiert auf die Musik und die Musik ist nicht rhythmisch. Du kannst nicht nach Takten irgendwie mitsehen oder so. Du musst es wirklich so bis zum Kotzen geübt haben, dass du genau auswendig weißt, wann was passiert, wenn die Soundeffekte in der Musik auf der Bühne mitklingen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt einfach fürs Video eingefügt wurde, aber ja. Auf dem Niveau glaube ich schon, dass das wirklich auch live zu hören ist. Aber man muss auch sagen, das Outfit ist einfach super smart gewählt. Hier fällt gar nichts auf. Er kann hier alles abgreifen, wieder auf das Outfit draufladen. Gar kein Problem. Das ist natürlich super intelligent, um mal kurz technisch an der Stelle was dazu zu sagen, ne? Eine schöne CD-Manipulation. Ja. Ah, ja, das Element kennen wir von seiner AGT-Nummer. Also diese Transformation hier, die haben wir bei America's Got Talent gesehen. Das hat mich schon wieder so hart gefühlt. What? Ey, das hört einfach nicht auf, verdammt magisch zu sein. Es wird einfach nicht schlechter. Es bleibt die ganze Zeit konstant auf diesem Niveau. Und es wird einfach nicht... Er hat keine Tiefpunkte, keine Durchhänger. Man langweilt sich nicht. Das ist einfach perfekt. Das ist so intelligent, dass diese Arm-LEDs das immer ankündigen, wenn gleich was passiert. Das ist aber umso schwieriger, weil alle gucken auf deine Hände. Sobald die erste Lampe leuchtet, gucken alle auf deine Hände, weil sie wissen, du wirst da gleich was drin auftauchen lassen. Und trotzdem fuhrt es weg, weil es so sauber gemacht ist.
Und ich bin auch ehrlich mit euch, ich bin komplett gefoolt, ne?